Hallo YouTube, da sind wir wieder mit der nächsten Folge. Das letzte Mal ist ja das Spiel leider abgestürzt. Ich hoffe mal, dass das diesmal stabil läuft. Ich habe gerade nochmal das Gespräch mit der netten Dame im Schacht gemacht und werde jetzt hier an dem Hebel ziehen. Einfach, ja, den schaut man sich vorher nicht an, da zieht man einfach dran. Wird schon nichts passieren. Oh oh. Oh oh. Schnell! Oh Gott, was für ein furchtbarer Fehler. Ich hätte speichern sollen. Ja, das war dann wohl ja mal furchtbar schlecht. Das war ja einfach mal überhaupt gar nichts. Es ist auch alles wieder auf Anfang gesetzt. Ist das frustrierend. Also laden wir wieder mal den Ausbruchsversuch. Wir beschleimen die Kamera. Grüße, Bürger. Mit Brei. Kasplosch. Yes. Immerhin ist er ein guter Werfer. Dann reden wir mit dem Schacht. Da unten ist nichts zu sehen. Jetzt ich kürze es mal ein bisschen ab. Bla, bla. Was tust du da? Ich mache Überstunden. Nee, Quatsch, ich bin, Es ist das Eingesperrtsein. Ich leide unter Klaustrophobie. Aber wenn unser Herr davon erfährt, willst du seinen Zorn riskieren? Weiß nicht. Sie antwortet ja immer gleich. Du könntest recycelt werden. Vor allem Zorn über Überstunden beim ersten Mal, das war ja auch ein bisschen lächerlich. Leere Pillenpackung. Was glaubst du? Bla 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 bla. Wie heißt mein Bruder? Filbert. Er ist Konzernforscher genau. Und arbeitet augenblicklich. Okay. Ich bin überzeugt. Okay, ich hätte. Es ist zu. Bla bla. Wie kommt's, dass du nicht wie die anderen Bürger hier bist? Ich will wie du entkommen. Aber Omnibrain hat. Komm einfach runter, dann reden wir. Tja, da merkt man schon, sogar bei den Gesprächsoptionen sagt sie teilweise immer dasselbe, egal was wir auswählen. Ja, ich sehe zu, wie ich da runterkommen kann. Okay, ich sehe zu, wie ich da runterkommen kann. Gut, es gibt vieles, was du wissen solltest. Jetzt klingst du wie einer dieser durchgeknallten Gefangenen. So, ich laufe einmal gerade hier rüber und schaue, dass wir nicht unsichtbar werden. Wunderbar, und dann speichere ich einmal ab nach dem lästigen Gespräch. Grüße, Bürger. Mit der freundlichen Dame mache ich doch mal einen glatten neuen Speicherstand. Ausbruchversuch? Jetzt wollen wir eigentlich ins Lager einbrechen, also ist das dann der Einbruchsversuch. Wunderbar. So, am Hebel ziehen hat ja mal wunderbar nicht funktioniert. Ich schaue mir den gerade mal an. Ein Hebel, aber wofür? Na, zum Lager öffnen, so. Da müssen wir halt jetzt irgendwie was tun, denke ich. Aber was? So, wenn wir da dran ziehen, kommt der Roboter. So viel haben wir ja schon festgestellt. Das heißt, wir müssen den Roboter irgendwie davon abhalten zu kommen. Aber wie? Ich meine, die Kameras haben wir alle blockiert. Da klebt überall dieser Brei dran. Ja, eklig. Wo kommt der nur her? Bäh. Ich will das nicht. Wozu auch? Damit kann ich nichts anfangen. Grüße, Bürger. Kann ich so ein Poster eigentlich? Naja, jetzt wo der Brei davor ist wohl nicht mehr, aber ich dachte, ich könnte halt irgendwie. Kann ich den wie. Schirm-Button irgendwie auf die Entfernung auslösen? Weil dann könnte ich nämlich den Roboter woanders hinrufen, während wir hier am Hebel ziehen. Ich würde ihn ja gerne irgendwie halt einsperren bei dem V-Schirm drüben. Ihr habt noch keinen Nutzen bisher für Zelle 2 hier gefunden. Oh, die Lüftung habe ich auch noch nicht untersucht. Das ist natürlich wichtig. Die habe ich am Anfang mal bemerkt, aber dann vollkommen vergessen. Da gehe ich mal glatt als allererstes hin.
nur kurz die Kamera anschauen. Da klebt überall dieser Brei dran. Schöne Sache, hast du gut gemacht, Floyd. Jetzt nicht erwischen lassen. Vorsichtig, vorsichtig. Das ist ein Teil des Ventilationssystems. Da kann man aber nicht rein, ne? Ich kann nicht viel damit anfangen. Es ist an der Wand befestigt. Kann ich es... Moment, Grüße, mit einem Poster behängen oder so? Das ist jetzt mal eine blöde das Idee. Das hat keinen Sinn. Ja. Kann ich da Brei reinschmeißen? Grüße, das hat keinen Sinn. Stimme ich dir auch zu. Aber was hat denn einen Sinn? Wozu ist diese Zelle hier gut? Wozu? Kann ich hier Alarm auslösen und den Typen drin einsperren? Nee, einsperren kann ich ihn sicher nicht. Grüße, Bürger. Kann ich Brei in die Toilette packen? Hallo. Grüße, dann ist die Bürger. Vielleicht verstopft und der Typ reinigt sie. Wie soll denn das funktionieren? Ich hasse es, wenn er das sagt, weil es gibt Grüße, jede Menge logische Bürger. Wege, wie das funktionieren soll. Er hat einfach nur keinen Bock drauf und redet um einen heißen Brei herum, wenn wie du verstehst, denn das ja? Das funktionieren. Ich nehme die Heftzwecken nochmal mit. Ich würde die wieder auf unser Bett legen und mich mal vom Roboter erwischen lassen und zu schauen, ob wir dann in der Mensa auch aufwachen, wo alles zurückgesetzt ist, oder ob dann tatsächlich wir aus der Hypnose wieder erwachen können. Oh, jetzt dreht sich die Kamera nach unten, was eigentlich ziemlich schlecht ist, denn wir wollen nach oben. Ah, Gott sei Dank. Ich gehe mal ganz kurz nicht ins Fernsehzimmer, sondern in unser Zimmer oben und platziere die Heftzwecken da, falls wir erwischt werden. Gefangener Floyd, du verstößt gegen die Anstaltsverordnung. Faire Warnung, nicht wahr? Faire Warnung. Ja, das ist super fair, weil man einfach keine Ahnung hat, wann der Typ kommt. Das ist halt so ein reiner Zufall, ob man erwischt wird oder nicht. Wenn man erwischt wird, muss man halt von vorne anfangen. Grüße, Bürger. Tja. Grüße, Bürger. Das Poster kann ich hier auch nicht geben. Ziemlich ungewöhnliche Idee. Und sobald ich am Hebel ziehe, kommt er sofort. Da kann ich nicht mehr weglaufen, richtig? Jetzt einfach schnell in den Schacht rennen. Lauf, 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 lauf. Nein. Grüße, Bürger. Langsam wird die Sache langweilig. Einbruchversuch. So. Ich check nochmal, dass wir alles gesehen haben, was es gab. Das hier ist doch keine Kamera, oder? Dieses Ding hier, das hat kein Symbol. So, warum? Der kriegt das einfach mit, weil wir den Hebel gezogen haben. Die Lichter hier können ja nichts tun, da können wir einfach. Wir müssen einfach nur den Hebel ziehen, ohne dass der Roboter kommt. Ich sehe hier ansonsten nichts, was irgendeinen Sinn haben könnte. Die Tür hinter uns verschließen geht ja schlecht. Da gibt es kein Objekt, das wir anwählen können. Da können wir einfach nichts machen. Und mit der Lüftung schlägt mir auch kein Gedanke entgegen, was wir damit tun könnten. Das gibt nichts, nee. Nichts Sinnvolles.
So. Schnell, 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 schnell. Ich meine, vielleicht folgt ja irgendein Muster. Vielleicht kann man die doch ausweichen, wenn man ihn lang genug beobachtet. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, da verstehen zu bleiben. Es ist gerade hier rausgekommen. Kommt als nächstes vielleicht oben raus? Vielleicht? Ne, unten, okay. So, rein da. Und jetzt habe ich natürlich die Heftzwecke nicht dabei, richtig? Grüße. Ah, was für ein Versager. Also gleich wieder zurück. Welchen Sinn hat der Lüftungsschacht? Welchen? So, ich teste gerade nochmal den TV-Knopf hier. Beziehungsweise erstmal gucke ich, ob ich ein Bild anmachen kann hier. Ne, drückt der sofort auf den Knopf. So, und das würde ich gerne... Ah, hier ist auch noch eine Kamera. Die wir aber nicht deaktivieren können, offensichtlich. Ein Basketballkorb, wir haben eine Kamera, wir haben... Was auch immer das hier für ein Becher sein soll. Mülleimer, ein Ball, Würfel, aber alles keine Objekte. Der einzige... Das einzige ist der Widschirm hier und der Button. Und der Schrank natürlich, aber der Schrank bringt uns ja nicht viel. Also mit dem Widschirm fällt mir jetzt auch nichts anderes ein. Können wir den verschleimen, dass der Roboter daran festklebt oder sowas? Wie soll denn das funktionieren? Nee, können wir natürlich nicht. Grüße, Bürger. Na gut, ich wollte die Heftzwecken holen und woanders platzieren. Das passt nie im Leben ins Orakel. Das Bett? Ich will auf die Zwecken. Die Reichszwecken. Hier auch Heftzwecken genannt, aber hießen sie nicht... Grüße, Bürger. Ja, sie hießen tatsächlich immer Heftzwecken. Nicht zu verwechseln mit der gemeinen Reißzwecke aus China. China, nicht zu verwechseln mit China. China ist das genaue Gegenstück zu China. Da wohnen nämlich die Chinesen und produzieren kinetische Energie, die sie dann in alle Welt exportieren. Dum-di-dum, ich bin der Floyd, ich breche aus, ich schlender ganz gemütlich raus. Keiner hält mich auf, wenn ich lauf. Grüße, Bürger. Einmal Bett und tja... Jetzt wollte ich mich eigentlich erwischen lassen. Ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt lohnt. Jetzt am Ende müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Ich speichere hier mal. Grüße, Bürger. Und zwar speichere ich das hier als den Ausbruchsversuch. So, und jetzt lasse ich mich erwischen. Huhu, Mr. Roboter Guy.
Ich mach das einfach mal beim TV-Schirm, weil ich wissen will, was da passiert, wenn wir uns da erwischen lassen. Wahrscheinlich dasselbe wie überall auch, aber... Naja, ich drücke den Knopf und dann gehe ich einfach zur Tür. Oha. Jetzt ist der gar nicht gekommen, oder? Der Alarm läuft noch, okay. Dann mal jetzt schnell zum Hebel. Wahrscheinlich sieht er das erst bei seiner nächsten Kontrolle auf dem TV-Flur. So, hier. Jetzt müsste er doch eigentlich reinfahren, weil da drin Alarm herrscht, oder? Tut er aber nicht. Also am Ende hat das wahrscheinlich gar keinen Effekt und, naja. Wir laufen hier wieder umsonst durch die Gegend. Ich finde das ja auch wieder total ineffizient designt hier alles, wie er noch über diese extra Plattform laufen muss. Ha, seufz. So, zieh den Hebel, zieh den Hebel, zieh den Hebel. Jetzt ganz schnell. Und jetzt flieh, flieh, Leute. Mist. So, und wir sind nicht aufgewacht. Und unsere Heftzwecken kleben wieder an der Wand. Grüße, Bürger. So. Soll ich die jetzt mitten? Ich meine, die bringen uns eigentlich nichts mehr auf dem Bett. Ich pack die ein. So. So, das ist das Fernsehzimmer. Das muss irgendeine Bedeutung haben. Wir müssen halt den Roboter irgendwie kaputt kriegen oder ablenken oder sonst irgendwas mit ihm anstellen. Es ist so nett von Omnibrain, Verräter mit jeder nur erdenklichen Art von Unterhaltung zu beliefern. Damit kann man den Widschirm einstellen. Mhm. Grüße, Bürger. Die Heftzwecke mit dem Widschirm. Wie soll denn das funktionieren? Grüße, Bürger. Wie soll denn das? Grüße, Bürger. Wie soll denn das funktionieren? Heftzwecke und Poster, sagt er mir, wie soll denn das funktionieren? Ja, 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 ja. Tja, ich weiß echt nicht weiter. Ich hoffe, ihr habt irgendwelche tollen Ideen. Wenn ihr welche habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich werde sie lesen und gleich ausprobieren. Und vielleicht kommen wir dann ja irgendwie in diesen Lagerraum rein. Ich mache erstmal hier einen Schnitt und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Und wenn es euch gefallen hat, dann setzt euch vor den Wirtschirm so lange, bis der Roboter kommt und euch vertreibt. Tschüss.